Christ im Namen. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 I'd like to welcome all of you this morning. Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen heute Morgen. I know we're all in a festive moment. Und ich weiß, dass wir alle in einer festlichen Stimmung sind. You know that Christmas is something special. Und wir wissen, dass Weihnachten etwas Besonderes ist. Although for sure I don't know exactly when Jesus was born. Auch wenn ich nicht ganz genau weiß, wann Jesus geboren ist. Yes. I was told it was on the 24th. Aber es wurde mir erzählt, dass es am 24. in Deutschland war. Then, also, nach Deutschland. Yeah. Then in Nigeria it's on the 25th. Denn in Nigeria ist es der 25. So I thought to myself, it's a little bit confusing. Also war es für mich etwas verwirrend. I said, well, maybe Jesus was born in the night. Und dann dachte ich, okay, vielleicht war Jesus geboren in der Nacht. Maybe it was after 12. Vielleicht war es nach Mitternacht. And in British angle it is 25th. Oder ist es vielleicht in der britischen Zeitzone schon der 25. And in German time is 24th. Und der deutschen Zeitzone ist es dann noch der 24. I cannot say. Ich kann das nicht sagen. In other countries the day start before, you know, when we are night, they are day. Denn in manchen Ländern ist es Nacht, während wir hier Tag haben. But I was also told that actually the birthday was created. Aber mir wurde auch gesagt, dass der Geburtstag, dass der Tag geschaffen worden ist, also erfunden, nicht erfunden als solches, aber das Datum gewählt worden ist. Yes. So we do not know. I don't know exactly when Jesus was born. Also ich weiß nicht ganz genau, wann Jesus geboren ist. So, I believe Christmas for me is every day. Für mich ist Weihnachten, so glaube ich, an jeden Tag. Yeah. Well, for us to be able to appreciate Jesus. Aber für uns, dass wir uns daran freuen können und dankbar sein können, dass Jesus geboren ist und dass wir feiern können. We decided to choose a day. Und haben wir einen Tag gewählt. And this is the 24th in Germany. Und das ist der 24. in Deutschland. So I hope you guys have bought all your gifts. Und ich hoffe, dass ihr alle eure Geschenke schon gekauft habt. Because if you are rushing towards the end of the year, towards 22, 23. Denn wenn du langsam sicher zum 22. 23. kommst, it is very stressful. Dann kann das sehr stressig werden. So sometimes you buy ahead of time like me. Und manchmal kaufst du so auf den letzten Drücker, so wie ich. Ja, no, nicht letzte Drücker. Huh? I buy vorher. Ach, du hast, early buyer. Also ich bin ein Früh-Einkaufer. Yes, I buy my own in summer. Ich kaufe meistens im Sommer. Hallelujah! It's very easy at that time. Es ist sehr einfach zu dem Zeitpunkt. Because anything they sell in the winter, denn alles, was sie im Winter kaufen, they want to sell it off in the summer. Wollen sie mit dem Schlussverkauf loswerden im Sommer. So I buy them then, it's cheaper. Und dann kaufe ich es dann, weil dann ist es günstiger. Then I wait for the next Christmas. Und dann warte ich auf die nächsten Weihnachten. Amen. Amen. The Bible says we should use wisdom, so I'm using wisdom. Die Bibel sagt, wir sollen weise sein. Wir benutzen Weisheit. So apply wisdom in everything you do. Hallelujah. Amen. Amen. Also, ihr braucht es für alles, was ihr tut. Yeah, because Jesus gave us wisdom to do things. Denn Jesus hat uns Weisheit gegeben. So let's use wisdom in our life. Amen. Lasst uns Weisheit gebrauchen. Hallelujah. Amen. Amen. So you're welcome in Jesus' name. Also ihr seid herzlich willkommen im Namen Jesus. Alright. So I would like to start with a prayer. Und ich möchte mit Gebet eröffnen. If you can stand on your feet. Steht einfach mal bitte auf. Father, in the name of Jesus. Vater, im Namen Jesus. Lord, we lift up this day unto your hand, Jesus. Herr, wir erheben diesen Tag in deine Hände. Lord, pray that you will come and take charge. Und wir beten, dass du das Ganze hier übernimmst, Herr. Father, die Leitung übernimmst. Father, Lord, we pray that your Lord you will. Und Vater, wir beten, dass es dein Wille ist. Bless every man who is here today. Und dass wirklich jeder Einzelne hier gesegnet ist. Father, anoint them with the oil of fire. Salbe sie mit dem Öl des Feuers. Father, as I sit here to hear from the man of God. So wie sie hier sitzen und dann das Wort Gottes von dem Mann Gottes hören werden. And from the choir. Und vom Lukas Team. I'll pray that, oh Lord, your life will never remain the same. Und Vater, wir beten, dass ihr Leben nicht mehr das gleiche bleibt. Father, if you come here with too much worries.
die hierher kommen mit großen und vielen Sorgen. Father, Lord, we pray that you give them hope. Vater, wir beten, dass du ihnen Hoffnung gibst. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Father, if there be anyone who's sick. Und jeder, der irgendwie krank ist. Lord, pray for healing right now. Herr, wir beten um Heilung. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Father, Lord, if there be anyone that needs finance. Und Vater, wenn da irgendjemand ist, der Finanzen, dem es an Finanzen mangelt. Father, Lord, we pray that your Lord, you will give him the gift. Finance in the name of Jesus. Vater, dann bete ich, dass du ihnen das Geschenk der Finanzen gibst. Lord, he or she will not lack this Christmas. Dass er oder sie an diesen Weihnachten es ihm nicht mangelt. In Jesus' name we pray. Im Namen Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. 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 All right. So we go to the choir or Wir bitten mal das Lobpreisteam zu kommen. Halleluja.